Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christina Meyold und ich heiße dich zum heutigen Video recht herzlich willkommen. Es geht um eine Miniserie von drei Praxisbeispielen, die ich im Diskussionsforum und in der Facebook-Gruppe verlost habe. Gesundheitsbedingt um eine Woche verzögert, aber nichtsdestotrotz beginnen wir heute mal mit dem ersten Beispiel. Ich sage es auch gleich, es wurden drei Gewinnerinnen gezogen, von daher. Ich verrate nichts, wenn ich die Gewinnerinnen gleich persönlich anspreche. Zur Erinnerung, wenn du dir dieses Chart anschaust, dann siehst du, die ganze Kraft ist unbewusst. Du hast hier die vier Motor- oder Kraftzentren. Zwei davon sind definiert und zwei davon sind orangefarbig. Das heißt, die ganze Kraft, die du hast, ist dir nicht bewusst, beziehungsweise war es dir nicht bewusst, ich weiß es nicht, wie der aktuelle Stand deiner Persönlichkeitsentwicklung, deiner Entwicklung ist. Von daher, möglicherweise sind sie dir schon bewusst, aber jetzt so grundlegend von der Veranlagung her, waren sie dir zu Beginn nicht bewusst. Grundsätzlich noch alle weißen Zentren sind eben offen, nehmen wahr von anderen, wie es denen zu den Thematiken dieser Zentren geht. Und die farbigen Zentren sind definiert, sind festgelegt, auf eine bestimmte Art und Weise mit einer Thematik umzugehen. Und sie beeinflussen jene, die dort weiße Zentren haben, wo du farbige Zentren hast. Und bei den Definitionen nach 64 Keys gibt es zwei Möglichkeiten, und zwar orange ist unbewusst definiert und blau ist bewusst definiert. Das nur vorweg, so als Ergänzung und als kurze Einführung, falls jemand auch zuschaut, der jetzt noch nicht sich wirklich viel mit Human Design beschäftigt hat. Kommen wir jetzt konkret zu dem Beispiel. Du bist Spezialistin im klassischen Human Design System, würde es sich manifestierende Generatorin nennen. Das heißt, du hast auf jeden Fall viel Kraft und du hast diese Generatorkraft. Das nächste, was wir sehen, ist das Profil 2.4. Das nennt sich in 64 Keys Primadonna, beziehungsweise selektive Netzwerkerin und im klassischen Human Design beeinflussende Eremitin. Das ist es eine Aussage, die einige meiner bisherigen Kunden und Kundinnen gestört hat. Darum liebe ich auch eher diese selektive Netzwerkerin und die Primadonna, wobei die Primadonna jetzt nichts Tragisches ist. Ich kann es nicht oft genug dazu sagen, wenn du dir vorstellst, eben jetzt klassisches Ballett, da gibt es eben die ganzen Tänzerinnen und dann gibt es eine, die mehr macht, die besser ist, die sich mehr reinsteigert, die dann eben die Primadonna ist. Das heißt jetzt nicht, dass die rumzickt oder so irgendwie, sondern da geht es darum, diese Extrameile zu gehen, diese Extrameile zu machen, etwas mehr sich reinzusteigern als wie normale Menschen, sage ich jetzt mal so. Und Primadonna ist jetzt irgendwie ein besonderes Talent auch immer. Also Profil 2.4 hat immer irgendein besonderes Talent. Und wenn sich jemand mit Profil 2.4 in dieses Talent vertieft, dann kann es auch sein, dass sie oder er die Welt rundherum vergisst. Ich nenne ihm als Beispiel einen meiner besten Freunde, der hat Profil 2.4 und der bastelt Miniaturhäuser, aber wirklich jetzt von der Pike auf, also nicht mit irgendwelchen Baukästen und so Vorlagen, sondern der sieht etwas in der Natur, fotografiert es und baut es dann nach und alles wirklich selbst und händisch. Und bei ihm ist es so, dass wenn ich ihn anrufe, ich weiß genau, wenn er jetzt gerade beim Basteln ist. Er hat eine andere Stimme, er ist total versunken in seiner Welt. Das heißt, das sind so die Momente, wo ich sage, okay, wenn es für dich passt, ruf mich einfach zurück. Also man merkt es auch bei jemandem mit Profil 2.4, wenn er jetzt gerade in seinem Talent, in seinem Element versagt ist. Was Profil 2.4 auch noch hat, ist eben Netzwerken. Das kommt von der Zahl 4 im Profil. Nur nicht mit jedem. Also es kann doch sein, dass du dir ein großes Netzwerk aufbaust, aber da eben selektierst. Und diese beeinflussende Eremitin aus dem klassischen HDS ist eben so, Eremitin jetzt nicht auf eigenbrötlerischer, zurückgezogener Waldschrat, sondern eher auch eben dieses
zurückziehen müssen. Was ich gesagt habe, wenn er in seinem Element ist, in seinem Talent ist, dann vergisst er die Welt um sich. Also im eher positiven Sinn sich total in irgendetwas, in eine Arbeit, in ein Hobby hineinfallen lassen können. Und eben bereit sein, die extra Meile zu gehen. Was dann auch noch Basics ist, ist eben Sakralzentrum ist definiert und in dem Fall auch die innere Autorität. Das heißt, das ist dieser Generator, diese Bauchstimme, die da in der Mitte, das zweite von unten, das Zentrum ist. Da geht es darum, vor allem auch wenn es die innere Autorität ist, dass du immer genau darauf achtest, ob dieser Generator anspringt. Das heißt, wenn du vor einer Entscheidung stehst, wirklich in den Körper reinhören, ob da jetzt irgendeine Art Zustimmung kommt, also Generator antwortet mit Ja oder Nein, beziehungsweise eben er springt an oder nicht. Und wenn er nicht anspringt, dann ist da eben überhaupt keine Reaktion möglicherweise. Und wenn er anspringt, ich vergleiche es immer mit Schmetterlinge, wenn man frisch verliebt ist. Diese Schmetterlinge, die im Bauch fliegen und die so ein wohliges und kribbelndes Gefühl geben. Und wenn der Generator jetzt absolut gegen irgendeine Entscheidung ist, dann kann es auch sein, dass es zu Blähungen führt oder noch ärgere Sachen. Aber halt immer auf diesen Generator, auf diese Bauchstimme achten. Ich habe es ja auch geschrieben, springt an oder auch nicht. Und was auch wichtig ist für alle Menschen, die jetzt dieses Generatorzentrum definiert haben, wir sollten unsere Lebensenergie nicht für irgendetwas vergeuden, was uns keinen Spaß macht, was uns nichts gibt, wo die Lebensenergie nicht sprudeln kann und sich vervielfältigen kann. Das heißt, wenn du in einem Job steckst, der dich nicht befriedigt, der dich nicht ausfüllt, da kann es sein, dass du genauso in ein Burnout schlitterst wie alle anderen Menschen, obwohl du eben diese Kraft hast. Aber diese Kraft will jetzt nicht vergeudet werden, schon vergeudet, verströmt werden. Sie will sich entfalten, sie will raus, sie will wirklich etwas machen, aber eben nicht für irgendwas vergeuden, was jetzt nicht zu dir passt, was jetzt keinen Spaß macht. Und im Zusammenhang mit oben ohne, ich sage es immer flapsig oben ohne, das heißt Kopf und Ajna-Zentrum, die obersten beiden sind weiß, das heißt, das oberste ist das Denken und das zweite ist das Verstehen. Ich habe auf der vorigen Folie gesagt, weiß ist wahrnehmend, weiß wird von Menschen beeinflusst, die dort oben definiert sind. Das heißt, nicht alles, was du denkst, hat auch wirklich was mit dir zu tun. Und du brauchst dich nicht bemühen, alles zu verstehen, weil es hat vielleicht auch nichts mit dir zu tun. Das heißt, immer, immer auch hinterfragen, gerade beim Denken und beim Verstehen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und schon Zahlen, Daten, Fakten sammeln vom Verstand her, vom Kopf her, aber Entscheidungen treffen dann vom Körper, dann wirklich reinspüren, wenn alles zusammengetragen ist, um eine Basis zu finden, dann nicht vom Kopf her entscheide, sondern wirklich vom Körper her. Also Entscheidungen unbedingt aus dem heraus treffen, was der Körper sagt, was der Generator tut, ob der anspringt oder nicht. Du kannst dir das schönste Konzept und Konstrukt im Kopf zusammendenken. Wenn der Körper nicht will, nutzt das gar nichts. Und ich habe es extra noch dazu geschrieben, keine Entscheidungen aus dem Verstand. Weil der Verstand wird von allen anderen Menschen beeinflusst. Das, was du denkst, ist in den wenigsten Fällen wirklich irgendetwas, was für dich relevant ist. Ich kenne das, ich bin oben ohne und ich liebe mein oben ohne. Ich habe es nicht immer geliebt, aber seit ich es weiß, dass ich es habe, dass ich da offen bin, stelle ich mir einfach immer wieder die Frage, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und wenn es nichts mit mir zu tun hat, einfach einen Schritt zurückgehen und diese Gedanken oder was auch immer einfach mental vorüberziehen lassen. Also das von den Basics her, von der Veranlagung her. Ich habe jetzt auch noch das Kreuz, das Inkarnationskreuz, etwas näher betrachtet, und zwar das Inkarnationskreuz setzt sich aus Sonne, Erde, bewusst und unbewusst zusammen und ist in deinem Fall das persönliche Kreuz, das Sphinx. Und dabei geht es darum, du hast eine Lebensaufgabe und die Lebensaufgabe ist das, was in der bewussten Sonne definiert ist. Das ist in deinem Fall das Tor 2, in der Linie 2. Das Tor 2 ist die Orientierung und die Linie 2 ist das Genie. Und Sixtus von Kies sagt zum Genie die natürliche Begabung, die nicht erlernbar ist.
Und wenn du jetzt zurückdenkst an das Profil 2.4, ich habe gesagt, jeder Mensch mit einem Profil 2.4 hat ein bestimmtes Talent oder eben auch eine Begabung, die du einfach hast. Es kann auch sein, dass du sie gar nicht wahrnimmst, weil es für dich ja selbstverständlich ist, dass du das kannst. Das heißt, schau einmal in deinem Umfeld, ob es irgendetwas gibt, was du einfach besser kannst oder du kannst das einfach und andere Menschen müssen das aber erlernen und du hast das. Du hast das als deine natürliche Begabung, die du nicht erlernen musst. Das heißt, das ist ja auch diese Lebensaufgabe ist, dieses Genie zu entfalten. Muss jetzt noch nicht sein, wird in ein paar Jahren dann akuter jetzt dann ab Chiron und zweiter Saturn-Return. Das heißt, nur mal schon als Ausblick, das ist das, worauf du hinarbeitest. Dieses dein Genie, dieses deine natürliche Begabung wirklich auch zu entfalten und auszuleben. Und was dich dabei unterstützt, diese Lebensaufgabe zu erfüllen, ist das Tor 1 in der Linie 2, die Originalität und die Ideale. Das heißt, auch zu deinen Idealen stehen. Und Sixivakis sagt, Ausdruck von Schönheit durch Ideale geprägt. Das heißt, du sollst dir auch wert sein, dich selbst zu verwirklichen, dich selbst auszudrücken. Also nicht irgendetwas zu tun, sondern wirklich das, was dir auf der Seele brennt, was aus deinem tiefsten Inneren kommt. Schauen wir weiter. Auf der linken Seite im unbewussten Bereich haben wir die Ausstrahlung. Die Ausstrahlung in deinem Fall ist das Tor 13 in der Linie 4, das ist Achtsamkeit und Ermüdung. Wenn du im Chart selbst schaust, 2 war unten im G-Zentrum, 1 ist oben im G-Zentrum und 13 ist dann gleich rechts von der 1. Und 13 ist eben, 13 in der Linie 4 ist die Offenheit, die zur Erschöpfung und Ermüdung führt. Von daher ist jetzt auch wieder das Profil 2.4 mit dem Rückzug und mit den Eremiten nicht so schlecht, weil du eben dir immer wieder Pausen auch gönnen solltest. Also wirklich ab und zu dann wirklich abschalten und vielleicht einmal einen Spa-Tag einlegen oder in die Berge zu wandern oder was auch immer zu dir passt. Wobei zu dir passt von Generatorzentrum definiert ja, du solltest ab und zu deinen Körper ausbauen. So wie du ein Handy nicht immer am Strom stecken haben lassen sollst, sondern fallweise entladen sollst, um dann den Akku wieder neu aufzuladen, ist es auch bei Menschen, die das Generatorzentrum definiert haben. Wir sollten uns hin und wieder wirklich auch körperlich ausbauen, um dann wieder neue Kraft tanken zu können. Das heißt, das wäre dann auch dieses, und dann gönn dir einen Spa-Tag. Power dich aus, körperlich, und dann gönn dir einen Spa-Tag und lade dir die Batterien und den Akku wieder frisch auf. Und das vierte, was zum Inkarnationskreuz gehört, ist jetzt die unbewusste Erde, das ist deine Bestimmung und deine Bestimmung ist das Tor 7 in der Linie 4, das ist Strategie, ist das Tor 7 und die Linie 4 ist Thronverzicht. In Sixtifakis heißt es, die Weisheit zum Wohl des Ganzen zurückzutreten. Auch da kann ich dir aus persönlicher Erfahrung sagen, da geht es jetzt nicht darum, ständig zurückzutreten und ständig anderen das Feld zu überlassen, sondern dann wirklich, wenn es zum Wohl des Ganzen wichtig ist, wenn du hast jetzt nicht diesen Wunsch, immer im Mittelpunkt zu stehen, sondern du hast auch kein Problem damit, einmal zurückzutreten und dich in die zweite Reihe zu stellen, wenn es eben dem Wohl des Ganzen dient. Und dieses Tor 7 liegt auch im G-Zentrum und zwar links von Tor 1. Das heißt, du hast alle vier Tore im G-Zentrum definiert. Und was jetzt von der Veranlagung her noch wichtig ist, ist die Variable. Die Variable ist in deinem Fall die Variable 4. Wenn du beim Kopf oben schaust, du hast rechts zweimal L und links zweimal die R. Das nennt sich in 64 der Banda. Das ist fokussierter Mind und Flow im Fluss. Das heißt, der Mind ist immer links die bewusste Persönlichkeit. Da bist du eben fokussiert, da hast du L, das ist immer so aktiv und fokussiert. Und die R sind immer so sich dem Leben hingeben und eben im Fluss sein. Durch die Zahl 4, also es gibt 16 Variablen. Eins ist der Hai, das ist der total eben althergebracht und verwurzelt sein.
Und 16 wäre der Alf, der sich eben an alle Lebenssituationen anpasst. Und von daher 4 ist jetzt noch eher im Althergebrachten verwurzelt. Da kommen wir später dann auch noch dazu, was da auch noch ein Teil davon ist. Das heißt, du bist schon sehr auf auch Konventionen und auf Überlieferungen, Tradierungen, Traditionen möglicherweise fokussiert. Also jetzt nicht so sehr der Mensch, der gerne sich verändert oder eben alles in Veränderung sieht, sondern du hättest gerne Stabilität und wirklich die alten Werte und Traditionen. Die Motivation in deinem Fall ist Schuld und zwar kombiniert mit strategisch und Sicherheit. Das heißt, das ist Sonne Erde, bewusste Sonne Erde. Und Schuld, da geht es jetzt nicht darum, dass du schuld bist an allen, sondern dass du dazu motiviert bist, etwas zu tun, weiterzugehen, dich weiterzuentwickeln, wenn du irgendwo die Schuld findest, warum etwas nicht so funktioniert, wie du es dir vorstellst oder wie sich die Menschheit vorstellt. Das heißt, du suchst die Schuld, um sie dann strategisch verändern zu können, um in Sicherheit weiterleben zu können. Also Schuld jetzt nicht von du bist schuld, sondern du suchst, du könntest auch sagen, du suchst den Grund dafür, warum etwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und entwickelst dann aber eben auch aktiv Strategien und hast eben eine strategische Motivation, die dann auch wieder neue Werte erschaffen kann. Von der Sichtweise her ist realistisch. Das ist auch rechts drüben die Mondknoten und auch da fokussiert und schauen, was ist erfolgreich und wie können wir dorthin kommen? Oder wie kannst du und wie kann die Menschheit dorthin kommen? Von der unbewussten Seite haben wir die förderliche Ernährung, das ist Klang, mit dem Zusatz leise und berühren. Das heißt, Klang jetzt so, für dich ist es wichtig, wenn du isst, um deinen Stoffwechsel anzuregen, ist eine bestimmte Umgebung und diese Lautstärke und eben das Rundherum wichtig. Also Klang und leise eben, es sollte jetzt nicht ein überdrüber Einkaufszentrum sein, wo du essen gehst, dann wirst du nicht so gut verstoffwechseln und verdauen können, als wie wenn du in einem schönen gemütlichen Restaurant sitzt mit leichter, leiser Hintergrundmusik, wo angenehmes Gesprächsklima herrscht, dort wirst du dich wohler fühlen, dort wirst du auch dich vom Essenstechnischen her mehr zu Hause fühlen und berühren jetzt auch von berührt werden. Das kann auch emotional berührt werden sein. Also, dass du wirklich auch von deiner Umgebung berührt wirst und wirklich auch emotional dich einbringen kannst. Von der förderlichen Umgebung her ist Produktion, und zwar in deinem Fall jetzt kühl und trocken und Feeling. Das heißt, da geht es jetzt, wenn es jetzt nass und feucht wäre, wäre es zum Beispiel Küche. Also wo du etwas kochst und das kühl und trocken ist eher dann jetzt nicht unbedingt Wüste oder so irgendwas, aber eine Verarbeitung in kühler und trockener Form. Also jetzt eher so etwas einfrieren oder eben nicht in einer warmen, heißen Umgebung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser ausdrücken sollte oder könnte. Aber jetzt eben Produktion von, es sollte was wirklich produziert werden, nicht hinter den Schreibtisch sitzen vom Computer, sondern wirklich etwas tun und möglicherweise irgendwas Handwerkliches auch wirklich produzieren. Ich habe dir jetzt diese Veranlagungen und Returns in aufsteigender Reihenfolge auch dargestellt. Und zwar die Veranlagung haben wir uns jetzt kurz angeschaut. Das nächste, was kommt, ist der Uranus-Opposition. Das ist der aktuelle große Zyklus in deinem Leben. Und dann gibt es den 45. Solarreturn, was eben dein aktueller Solarreturn ist. Und du kannst dir das eben so vorstellen. Die Basis ist die Veranlagung, darauf aufbauend ist die Uranus-Opposition. Und darauf dann liegt der Solarreturn. Das heißt, das ist jetzt nicht nacheinander, sondern der Uranus-Opposition ist wie eine zweite Zwiebelschicht.
Und der solare Törn ist eine dritte Zwiebelschicht. Also das kannst du dir so übereinander vorstellen. Darum habe ich es dir hier jetzt auch nebeneinander dargestellt, weil du siehst hier, du hast bei Uranus Opposition und beim solare Törn den Kanal 61-24. Also du hast normalerweise das Tor 61 definiert und da kommt eben das Tor 24 dazu und dadurch verbindet sich der Kanal. Und du hast in beiden Fällen den Kanal 37-40. Das heißt, auch da das Tor 40 hast du und das Tor 37 kommt in beiden Fällen eben durch den Zyklus, durch den Return dazu. Das heißt, das sind jetzt zwei Themen, die in diesem Lebensjahr sicher von größerer Bedeutung sind. Aber wir kommen dann noch im Detail dazu. Ich wollte jetzt nur mal einen Überblick geben und zeigen. Beginnen wir mit den Mondknoten. Und zwar, Mondknoten gibt es jetzt auf mehreren Ebenen. Und zwar der Uranus, die Uranus-Opposition ist der Zeitpunkt, wo die Themen der südlichen Mondknoten in die der nördlichen übergehen. Das heißt, es kann in einigen Fällen auch zur sogenannten Midlife-Crisis führen. Und da ist jetzt eben ein großer Wechsel. Und dieser große Wechsel dauert jetzt ein paar Jahre an. Also der ist jetzt nicht von gleich auf jetzt erledigt, sondern der dauert an. Aber jetzt unabhängig vom Zyklus an sich haben wir eben von der Veranlagung her, also hier geht es jetzt nur um die Veranlagung auf dieser Folie, die Veranlagung des südlichen Mondknoten, die Themen der südlichen Mondknoten wechseln mit der Uranus-Opposition in die Thematiken der nördlichen Mondknoten. Von daher kann es eben teilweise eine etwas heftigere Veränderung geben oder auch gar nicht. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber ich möchte hier jetzt eben bei der Veranlagung bleiben und bei den Mondknoten. Beim unbewussten Design ist der südliche Mondknoten das Tor 3, die Veränderung. Eine veränderte Ordnung schaffen und das Chaos, das durch die Bildung von Synthesen entstehen kann, meistern. Das heißt, das war das Thema bis zur Uranus-Opposition. In der Linie 1 nennt sich das Synthese, um aus Chaos Ordnung zu schaffen. Das heißt, bis zur Uranus-Opposition war das höchstwahrscheinlich ein sehr großes Thema in deinem Leben, was sich jetzt dann verändern darf zu den Thematiken der nördlichen Mondknoten, wo es beim Tor 50 um Werte geht, das Bewusstsein, welche Regeln und Werte in Gegenwart und Zukunft nützlich und bereichernd sein können. Und in der Linie 1 Einwanderer als Einwanderer Werte entwickeln und verfeinern. Das heißt, so irgendwie, wenn du dir jetzt die heutige Situation, die heutige Gesellschaft vorstellst, falls du dich hier jetzt irgendwie als Alien fühlst oder eben als Einwanderer, es ist okay. Es ist okay, es ist deines. Du darfst dich in der aktuellen Situation als nicht zugehörig fühlen, aber in dieser Situation jetzt eben deine eigenen Werte entwickeln und verfeinern. Das waren die Unbewussten, von den Mondknoten vom unbewussten Design. Bei der bewussten Persönlichkeit geht es darum, die südlichen Mondknoten war das Tor 42 ist Wachstum. Die Expansion der Mittel, die das Wachstum zu einem Höchstmaß steigert und gereifte Entwicklungen auch abschließen kann. Und in der Linie 4 ist es der Mittelsmann, Reife durch Vermittlung für Wachstum zu sorgen. Und das wird jetzt verändert und abgelöst, wechselt zu den nördlichen Mondknoten. Und da geht es um das Tor 32, um Kontinuität, die instinktive Bewusstheit, dass die Kontinuität der Gemeinschaft nur durch Veränderungen erreicht werden kann. Und in der Linie 4 eben Recht ist Macht in Zeiten von Veränderung an Prinzipien festhalten. Womit wir wieder zur Variablen 4 von wegen eher noch an Althergebrachten festhalten. Aber auch hier wieder dieses Wachstum, dieses Glauben, immer weiter wachsen zu müssen, kann sich jetzt und darf sich verändern in eine Kontinuität, dass eben man nicht immer wieder wachsen muss, dass du nicht immer wieder wachsen musst und dass du wirklich auch in die Kontinuität überwechseln kannst. Also das sind die großen Themen, die sich durch die Uranus-Opposition verändern. Natürlich nicht exakt zum Stichtag, aber so jetzt in der Zeit seit dem Stichtag oder vielleicht hat es auch schon früher begonnen, kommt drauf an, kann ich jetzt nicht beurteilen von der Ferne.
Und auch bei den Mondkunden selbst haben wir zwei Ebenen. Und zwar das eine sind diese Tore und Linien. Das heißt, du hast in der bewussten Persönlichkeit 42,4 wechselt zu 32,4 und im unbewussten Design wechselt 3,1 zu 50,1. Und das sind eben die Thematiken, die bei der Uranus-Opposition wechseln und so ungefähr 1,5 Jahre vor oder nach dem Stichtag beginnt das Ganze. Und konkret verschwinden eben die Thematiken der jeweils südlichen Mondgoten und in deinem Fall sind beide im Sakralzentrum. Und zwar, du hast in der Liste auf der rechten Seite die vierte Zahl, die vierte Darstellung von oben ist das Tor 42 in der Linie 4. Und wenn du im Chart schaust, hast du dieses Tor im Generatorzentrum links unten und vom unbewussten Design hast du das Tor 3 und das liegt genau daneben. Das heißt, du hast zwei Tore im Sakralzentrum, im Generatorzentrum definiert und da ja die Energie vom Wurzelzentrum aufströmt bis zur Kehle, ist da ebenso diese bei 60,3 hast du die komplette Verbindung. Das heißt, da strebt dieser Antrieb fokussiert hoch. Und bei dem Tor 42 ist so irgendwie so, es fehlt das Tor 53, um da jetzt eine solide Basis zu haben. Das heißt, da eben Lebensenergiegenerator, aber in Verbindung mit Wurzelzentrum, mit Erdung und materieller Druck. Das heißt, es kann sein, dass von da unten dann Druck hochkommt, hochkam, weil das sind die südlichen Mondknoten und die wechseln jetzt zu den nördlichen Mondknoten und da haben wir jetzt eben das Tor 32,4 und das liegt im Milzzentrum und das Tor 50,1 liegt auch im Milzzentrum. Das heißt, du hast jetzt zwei Zentren, die in der körpereigenen Intuition zu finden sind und noch dazu auch wieder ein Tor auch mit einem ganzen Kanal, durch einen ganzen Kanal mit dem Generator verbunden. Und die zweite Ebene ist eben jetzt die zu den Variablen gehört, diese Farben und Töne, die wechseln jetzt nicht automatisch irgendwohin bei der Uranus-Opposition, sondern von der Veranlagung her bleiben sie. Das heißt, das ist das oben mit L und mit R. Die bleiben Zeit des Lebens gleich in Bezug auf die grundlegenden Thematiken und kommt aber mit jedem Zyklus kommt dann irgendein anderes Thema noch zusätzlich dazu. Also die wechseln jetzt nicht generell, sondern da ist eine Veranlagung, eine Variable, die Zeit deines Lebens jetzt die Hauptvariable bleibt und es kommen ab und zu eben neue Herausforderungen dazu. Aber von den Toren und von den Linien her wechselt durch die Uranus-Opposition auch die Veranlagung. Also das ist das Einzige, was jetzt nicht Zeit deines Lebens von der Veranlagung her gleich bleibt, sondern hier wechseln diese Thematiken sich ab. Okay, schauen wir jetzt speziell zum halben Uranus-Zyklus, also zum Uranus-Opposition, was sich da jetzt verändert. Und zwar, es verändert sich vor allem die Lebensaufgabe. Und wenn du dir angeschaut hast, wir hatten vorher das persönliche Kreuz des Sphinx und wir haben jetzt das persönliche Kreuz der Liebe. Und hier geht es jetzt um diese zusätzlichen Thematiken von der Lebensaufgabe. Ist das Tor 15 in der Linie 4? Da geht es um Flexibilität und auch Mauerblümchen, wobei Mauerblümchen jetzt nicht irgendwie negativ gemeint ist, sondern Bescheidenheit als Schutz vor Enttäuschung. Das heißt, da hast du auch jetzt den ganzen Kanal definiert und da geht es darum, dass du eben eher vorsichtig bist, flexibel und vorsichtig, dass du jetzt in diesem Uranus-Zyklus, der jetzt die nächsten circa 40 Jahre läuft in Summe, dass du eher auch mehr vorsichtig und flexibel bist. Eben Bescheidenheit als Schutz vor Enttäuschung, nicht rausgehen und auftreten und irgendwas beweisen wollen, sondern dich schon selbst leben, aber jetzt eben auch wissen, wann du dich jetzt nicht in den Mittelpunkt stellen solltest. Unterstützt wird diese Flexibilität durch Authentizität und Opportunismus, wobei ich auch gleich zusagt, dass dieser Opportunismus jetzt nicht unbedingt etwas Schlechtes ist, sondern es geht darum, die richtige Gelegenheit für die Wandlung erkennen.
Das Tor geht jetzt vom Selbst nach links, also das Tor 15 ging vom Selbst runter, vom Gehzentrum runter und das geht jetzt nach links. Die Ausstrahlung, die jetzt dazukommt, ist Natürlichkeit und Naivität. Hier kann es jetzt sein, also Naivität, die in der Handlung offenbar wird. Es kann jetzt auch sein, dass diese Naivität von anderen als Naivität betrachtet wird, aber von dir aus eher irgendwie so Simplicity, dieses Einfachheit. Also Naivität jetzt nicht von die ist dumm, sondern eher so eben Natürlichkeit. Natürlichkeit und Offenheit und auch eben von Mauerblümchen Bescheidenheit dazu. Und dass das oft verwechselt wird, möglicherweise von außen mit Naivität. Ich sage immer nur, weil ich nett bin zu anderen Menschen, bin ich jetzt nicht blöd. Und so auf die Art würde ich das jetzt so verstehen, diese Ausstrahlung mit 25,6. Und dann geht es um deine Bestimmung, das ist Aufgeschlossenheit und Integrität, mit dem Zusatz, die Integrität Einschränkungen abzulehnen. Und auch diese vier Tore liegen im Gehzentrum. Das heißt, das Thema nochmals ganz detailliert. Du hast von der Veranlagung her dein Inkarnationskreuz. Die Tore liegen im Gehzentrum, im Selbst. Und du hast vom halben Uranus-Zyklus, von der Uranus-Opposition, dein Inkarnationskreuz und das liegt auch im Gehzentrum. Und wenn du dir jetzt das Komposit anschaust, diese beiden zusammen, dann siehst du hier, es gibt kein offenes Tor im Gehzentrum. Und Gehzentrum ist das göttliche Selbst. Das ist unsere Verbindung zum Göttlichen und auch das Zentrum der Liebe. Das heißt, ich würde dir empfehlen, lass die Liebe immer und überall mitströmen. Dann kann nichts schiefgehen. Du hast alle Tore der Liebe definiert. Also ich würde sagen, das Thema deines Lebens oder dieser neuen Uranus-Zyklus ist Liebe. Liebe zu verströmen, Liebe auszuströmen und alles in Liebe auch zu machen. Du hast alle Tore des Gehzentrums, des Liebeszentrums definiert. Oder eben als Thema mitgebracht vom Zyklus. Was auch noch wichtig ist, was mir auch noch wichtig ist, ist Split. Du hast bei der Uranus-Opposition oben einen Split, das heißt, Kopf und Verstand sind nicht mit der Kehle verbunden. Da ist ein Cut dazwischen. Und der Kanal 3740, das Gemeinschaftssinn, ist auch mit nichts anderem verbunden. Das heißt, die anderen Zentren hängen zusammen. Es geht vom Wurzelzentrum rauf zum Generator, rauf zum Selbst, rauf zur Kehle. Und es geht auch vom Generator zur Milz und von Milz zur Kehle. Die fünf Zentren, Entschuldigung, hängen zusammen. Aber dieser Kanal 3740 liegt extra und der Kanal 6124 liegt auch extra. Und beim 45. Solarreturn hast du weiterhin unten 3740 als eigenen Split. Das ist jetzt nichts Tragisches, wie wenn du von Geburt an einen Split hättest, weil wir, die wir von Geburt an einen Split haben, wir fühlen uns eben nicht ganz, nicht vollkommen. Irgendwie, wir kippen zwischen den Thematiken. Und wenn es aber jetzt nur dazu kommt, dass Splits dazukommen, bist du trotzdem in dir noch immer als Einheit in dir ruhend. Aber es kann sein, dass du fallweise abschweifst, eben in Richtung Gemeinschaftssinn, also emotional Ego oder eben in den Kopfbereich, dass du im Mindfuck fallweise stecken bleibst. Jetzt von der Uranus-Opposition her. Vom aktuellen Solar-Return eher nicht, weil du dich sofort wieder ausdrücken kannst in der Kehle. Da hast du die Verbindung und kannst das, was im Kopf vor sich geht, auch wirklich gleich wieder ausdrücken. Also das wollte ich jetzt auch noch zu Splits dazu sagen. Und was noch wichtig ist, ich habe dir jetzt hier links eben diese Verbindungen, dieses Komposit reingestellt und rechts oben die Veranlagung und unten die Uranus-Opposition, den neuen Zyklus. Und zwar gibt es da Ergänzungen, zum Beispiel den Kanal 515,
Der nennt sich Assimilation oder ich kenne ihn auch unter im Fluss sein. Der geht vom Generator rauf zum Gehzentrum, zum Selbst. Und da kommt jetzt das Tor 5, ist in deinem eigenen bewussten Mond und auch im Neptun, in beiden, also bewusst und unbewusst. Und das Tor 15 kommt von den nördlichen Mondknoten des Returns. Das heißt, es wird jetzt möglicherweise noch nicht so schlagend werden, weil auch innerhalb des Returns die Mondknotenthematiken dann wechseln. Das heißt, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis dann wirklich dieses im Fluss sein, wirklich, bis du das wirklich so leben kannst, wie du es gerne hättest. Aber das ist etwas, wo es hingeht. Es geht hin zum wirklich alles aufzusaugen, was an dich herangetragen wird und gleichzeitig auch im Fluss zu sein. Dann haben wir Gemeinschaftssinn als weitere Ergänzung. Das habe ich jetzt schon bei den Splits gesagt. Da kommt jetzt das Tor 40 aus deinem eigenen unbewussten Mond und das Tor 37 kommt aus dem unbewussten Merkur des Returns. Und wenn du schaust bei den Orangefarbenen, du hast Aufgabe, das hatten wir das, was beim Inkarnationskreuz ist. Dann die Richtung ist eben, es geht von unten nach oben, von den südlichen Mondknoten zu den nördlichen. Und dann hast du Menschen und Menschen, so das sind Thematiken, die durch andere Menschen an dich herangetragen werden oder die du bei anderen Menschen miterlebst, ohne selbst damit von betroffen zu sein. Also da geht es jetzt darum, es kann jetzt sein, also es wird jetzt vom Tor 40 eben von deinem Mond, ist das Thema da und es kann aber jetzt sein, dass eben dieses Tor 37 durch andere Menschen kommt und dass dieses Thema Gemeinschaftssinn von anderen Menschen an dich herangetragen wird. Das jetzt nicht aus dir selbst kommt und auch nicht als die große Lebensaufgabe ist, sondern dass dich das eher nur peripher streift. Dann haben wir den Kanal 6124, der nennt sich Erkennen oder Forscher. Da hast du das Tor 61 aus dem eigenen unbewussten Merkur. Und das Tor 24 kommt vom unbewussten Uranus des Returns. Das heißt, das eine ist von Menschen, wenn wir von dieser Bezeichnung ausgehen. Das Tor 61 wird auch jetzt von Menschen dir getriggert werden. Und das Tor 24 kommt dann durch etwas, was globale Entwicklung ist. Beziehungsweise hier habe ich jetzt vergessen zum Einzeichnen, du hast doch zweimal das Tor 61 definiert im Return. Dreimal, viermal. Du hast das Tor 61 hier jetzt beim Mars, beim unbewussten Mars. Und dann noch von der Entwicklung her, das heißt, es ist jetzt ein globales Thema, das immer wieder an dich herangetragen wird und verstärkt wird. Weil du hast es ja sowieso. Das heißt, das wird jetzt nur nochmal immer wieder angetriggert, auch durch andere Menschen und durch globale Entwicklung. Beim Kanal 4253, Reifung oder zyklische Entwicklung, das ist das, wo ich zuerst gesagt habe, da hofft das Tor 42, dass irgendwas von unten kommt. Und da hast du eben das Tor 42 durch deine bewusst südlichen Mondknoten und das Tor 53 kommt eben vom bewussten Mond des Returns und der bewusste Mond des Returns ist wieder etwas, was vom Menschen an dich herangetragen wird und die bewussten südlichen Mondknoten von der Entwicklung, die verschwinden ja jetzt immer mehr. Das heißt, dieser Kanal ist jetzt zwar da, aber er wird jetzt nicht so präsent sein und nicht so im Vordergrund stehen. Und dann kommt noch eine zusätzliche Spezialisierung durch den Return oder eben durch den Zyklus. Und zwar der Kanal 1020, das ist die Präsenz oder auch der künstlerische, der individuelle Ausdruck. Da ist das Tor 10 aus den südlichen Mondknoten eben jetzt des Zyklus und das Tor 20 aus der bewussten Venus vom Zyklus. Das heißt, ist jetzt nichts, was du von dir selbst hast, sondern das sind Themen, die jetzt an dich herangetragen werden, auch großteils durch andere Menschen. Das heißt, darum habe ich es jetzt so aufgeschlüsselt, dass eben wirklich dieser Kanal 515 und 3740 und in dieser Reihenfolge wahrscheinlich von der Wichtigkeit her zu werten sein.
werden. Wir haben auch hier jetzt eben diese zwei Ebenen von den Ergänzungen. Das heißt, wir haben hier den Kanal 61-24 und den Kanal 5-15 und den Kanal 37-40 und den Kanal 53-42. Jetzt bei der Uranus-Opposition, was dazu kommt. Beim Solare-Törn kommt eben der Kanal 61-24 und 43-23. Dann 1-8, 14-2 und auch der 37-40. Also das sind die Ergänzungen. Und dann haben wir eben diese Veranlagungen, wo es darum geht, durch wem kommen die? Die Aufgabe ist immer das Inkarnationskreuz und von wegen Veranlagung und Solare-Törn, bevor wir jetzt genau auf ihn eingehen, hier hast du immer das gleiche Inkarnationskreuz. Das heißt, da hast du jetzt keine eigene neue Herausforderung, sondern beim Solare-Törn kommt dann immer wieder das Gleiche, wird nochmal neu getriggert, das neue, also das alte veranlagte Inkarnationskreuz. Dann bei der Richtung geht es eben um die Mondknoten von unten nach oben, also das ist die Richtung, wo es hingeht. Dann sind die vier inneren Planeten, wo es darum geht, diese Themen kommen durch Menschen auf dich zu und Entwicklung heißt immer globale Entwicklung. Das heißt, das betrifft jetzt nicht dich oder dein näheres Umfeld, sondern das betrifft die ganze Menschheit. Und darum sind sie jetzt auch nicht so für dein persönliches Leben nicht so präsent, als wie eben die Aufgabe und die Richtung. Da oben geht es um dich. Die ersten vier Themen sind jetzt ganz automatisch nur deine. Und Menschen kann auch sein, dass du gar nicht so davon betroffen wirst, sondern dass es eben in deinem näheren Umfeld ist, dass dieses Thema immer wieder auftaucht, damit du dir es anschaust, aber eben nicht wirklich mit dir was zu tun hat. Und bei der Entwicklung geht es um globale Entwicklungen. Schauen wir uns jetzt den 45. Solare-Turn an. Das ist der aktuelle Solare-Turn. Was bleibt gleich, habe ich gerade gesagt. Das Inkarnationskreuz, aber auch das Profil. Das heißt, auch das Profil 2-4 bleibt gleich, wird eben nochmal verstärkt. Und Veränderung sind eben die Mondknoten. Da geht es um die Entwicklung im laufenden Lebensjahr, also zusätzlich zu allem, was ich bis jetzt über Mondknoten gesagt habe, über die Veränderung von der Veranlagung her, dann innerhalb vom aktuellen Zyklus gibt es dann auch wieder von südlichen zu nördlichen. Und hier geht es eben um, was verändert sich, in welche Richtung verändern sich die Thematiken des Jahres. Und was mir besonders aufgefallen ist jetzt in diesem Composite, du hast das Rückgrat definiert. Diesen individuellen Wissensschaltkreis komplett von unten bis oben, diese durchgängige Verbindung von der Wurzel bis zum Kopf. Das heißt, bei dir fließt jetzt die Energie in der Mitte durch den individuellen Wissensschaltkreis hoch zur Kehle und von oben runter. Das heißt, das sind auch oft Menschen wirklich mit einem starken Rückgrat, mit einer aufrechten Haltung. Das heißt, das betrifft jetzt dieses Lebensjahr, das aktuelle Lebensjahr. Kann sein, dass du da jetzt mit mehr Rückgrat durch die Welt gehst, dass du mehr zu dem stehst, was auch wirklich deins ist. Also das ist das, was mir jetzt so spontan wirklich total ins Auge gesprungen ist, diese Linie, wirklich die durchgehende Linie in der Mitte. Du hast schon auch noch den Kanal 1333, aber es verbindet sich die komplette mittlere Schiene im ganzen Körper. Die Übergangszeiten von den Mondknoten, das heißt, ich hatte es in früheren Videos schon immer wieder gesagt, Solare Törn war am 5.5.22 und der nächste wird dann am 5.5.23 sein. Und der Wechsel der bewussten Mondknoten war so circa Anfang November, wo es darum ging, von der Einsicht und Eigensinn zu wechseln, jetzt vom Jahresthema her zu Klarheit und Aufsplitterung. Und der Design Return war am 5.2.22 und wird dann jetzt wieder sein am 5.2.23. Das heißt, der Wechsel fand statt am
ungefähr Anfang August 22, wo von Kapazität und Sicherheit her gewechselt wurde zu Förderung und Respekt. Und ab 5.2.23 ist dann Thema Bedingungen, Zusammenarbeit unter eigene Bedingungen zu definieren, wie du dir eine Zusammenarbeit vorstellst. Und so grundsätzlich diese unteren, diese orangebraunen Themen, das ist so irgendwie die Bühne dieses einen Jahres oder dieser 5 Monate. Und das Bewusste, das Blaue sind die Regieanweisungen. Das heißt, die Bühne ist eben von Kapazität und Sicherheit zu Förderung und Respekt zu kommen, indem du diese Einsicht in Klarheit transformierst durch den Wechsel der Mondnoten. Anders zusammengestellt, ich habe es hier jetzt noch aufgeschlüsselt, du bekommst dann auch die Folien, das heißt, du kannst es jederzeit wieder anschauen. Also 5.2. bis circa 5.8. geht es um Sicherheit und zwar feste Grundlagen schützen und geben Sicherheit. Also da geht es um Grundlagen. Da willst du Grundlagen, da brauchst du Grundlagen. Hast du gebraucht? Von 5.5. bis 5.11. ging es um Eigensinn, um eben das Vertrauen in die individuelle Einsicht, das eigensinnige Vertrauen in die individuelle Einsicht. Von 5.8. bis 5.2. geht es darum, Respekt für alles andere zu haben, zu bekommen, auszudrücken, eben den Respekt, die Beiträge anderer anzuerkennen. Von circa 5.11.22 bis 5.5.23 geht es um Aufsplitterung, jetzt im Sinne von Individualität, deren Wert nicht immer erkannt wird. Und dann von 5.2. bis circa 5.8.22 geht es um Bedingungen, um durch Bedingungen die Gemeinschaft zu strukturieren. Also das jetzt noch in einer anderen eben Darstellung. Und die wichtigsten Themen in diesem Jahr, so aus meiner Sicht, ist eben, du hast jetzt dieses Emotional und Ego, bilden einen Split zum Rest der Definitionen, hatte ich ja schon erwähnt. Und das Tor 37 kommt aus dem bewussten Jupiter, was jetzt eben Entwicklung ist, globales Entwicklungsthema. Dann haben wir den Kanal 14.2, The Beat oder auch der Lebensenergie eine Richtung geben. Und da kommt das Tor 14 von den südlichen Mondknoten. Das heißt, das war das, was jetzt eben möglicherweise nicht mehr präsent ist. Kanal 1.8 ist Präsenz und kreativer Ausdruck, wobei das Tor 8 von den nördlichen Mondknoten kommt, vom Zyklus jetzt her. Das heißt, das wird jetzt eher Thema sein als wie der 14.2, wobei der 14.2 wird trotzdem Thema sein, weil er immer wieder in den Transiten vorkommt. Aber ich würde eben sagen, Kanal 1.8 ist präsenter als The Beat. Ich gehe nur von unten nach oben in diesem Fall. Dann haben wir eben vom Kanal 43.23 der Erklärer. Das heißt, die Fähigkeit zu erklären, was jetzt von manchen Menschen werden dich für ein Genie halten und andere könnten dich für einen Freak halten. Also manche werden dich nicht verstehen, wenn du etwas erklärst aus dem Verstand her. Kann es sein, dass dich Menschen nicht verstehen und dich für irgendeinen Freak halten und andere wieder sagen, oh wow, geil, Genie. Also da spalten sich die Geister. Und das Tor 43 kommt von den südlichen Mondgöttinnen. Das heißt, kann auch sein, dass diese Phase jetzt schon eher wieder abflaut. Und dann haben wir noch das Tor 23 wird dann von den nördlichen Mondgöttinnen reaktiviert. Das heißt, das wird auch wieder Thema sein und bleiben. Und der Kanal 61/24 ist der Forscher und Entdecker. Da geht es darum, eben wirklich auch sich immer wieder zurückzuziehen und das zu reflektieren, was dir passiert ist, was du gehört, gedacht, was auch immer hast. Und das Tor 24 kommt vom unbewussten Uranus. Das heißt, das ist jetzt auch eher wieder ein globales, kollektives Entwicklungsthema. Und das Tor 61 wird vom unbewussten Mars reaktiviert und Mars ist auf der einen Seite eben auch wieder Entwicklung.
nein, in dem Fall Mensch, nicht Entwicklung, sondern das wird ein Thema sein, das von Menschen an dich herangetragen werden. Und Mars ist ja eher der Kämpfer. Das heißt, da kann sein, dass es ein bisschen irgendwelche Kämpfe in deiner näheren Umgebung gibt, die dich aber möglicherweise gar nicht tangieren. Das war's jetzt für heute. Ich danke fürs Dabeisein, für einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, dass ich dir etwas weiter helfen konnte, dass ich dir einen kleinen Überblick geben konnte. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid, wo es dann um das zweite Praxisbeispiel geht. Ciao, baba, bis demnächst.